Ich meine, wenn, das hatte ich, nehmen die Pause das Kino einfach reingemacht. Wenn die dritte Kinofassung vom Hobbit, wenn die Damen es nicht für nötig halten, eine Pause reinzumachen, warum dann ausgerechnet und dann Avengers muss, dann irgendwas ist da falsch gelaufen. Ja, ich glaube, das hat einfach das Kino für sich entschieden, dass die noch eine Pause reinmachen, dass die erst schnell rollende Pause schalten. Ja, teilweise machen sie das so. Es gibt auch Screenings, wo du so eine Pause sehen kannst. Genau, definitiv. Und ich hatte das nämlich auch bei Avatar, da war ich nämlich, ich glaube, dreimal drin. Und wir hatten nur beim ersten Mal total sinnlos eine Pause wirklich mitten in der Szene. Die war zumindest bei den nächsten beiden Male weg. Also ich weiß, dass da können wir, glaube ich, den Filmemachern selber keine Schuld für zuschieben. Aber ich will jetzt noch mal gucken, was in dem Film passiert, weil es ist eigentlich immer irgendwie noch zwei oder drei Subplots gleichzeitig am Laufen, die dich dabei halten, dass dir wirklich nie langweilig wird. Was, glaube ich, damals wirklich schon ziemlich schwer ist. Und dann würdest du jetzt sagen, dass der Film für dich noch zu lang ist. Und ich finde eher, er war zu kurz eventuell. Man hat das Gefühl, die hätten mehr Zeit, um von einem reinzubringen. Und man weiß ja, wie du gesagt hast, der ursprüngliche 3 Stunden Director's Cut wurde abgelehnt. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir den dann kein Kino irgendwann noch zu sehen bekommen. Dass wir dann den Film vielleicht noch mehr genießen können. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall werden das dann extra Szenen. Aber ich bin gar kein Fan davon, einfach dann auf der DVD auf extra Szenen zu gehen und sich dann vorzustellen, die werden hier und da gelaufen und bla bla bla. Ich meinte ja wirklich aller Herr der Ringe. So eine Fan-Edition wie bei Herr der Ringe und beim Hobbit, wo es dann die zusätzlichen Szenen in den Film integriert sind und es Sinn ergibt und so weiter. Klar, wenn da irgendwas von dem Material, was da rausgeflogen ist, im Film garantiert hier und da noch etwas besser gemacht hätte, wenn das da so integriert wäre, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. So gesehen, weiß nicht, für das, was mir da geboten wurde, erschien es mir einfach einen kleinen Tick zu lang. Gerade auch, was ist die Schluss-Action-Szene zwischendurch, einfach nur so ein klein bisschen zu lang. Und im Prinzip halt wieder, weiß nicht, teilweise halt nur so eine Wiederholung vom ersten. Also weil Da gibt es einen interessanten Punkt, den viele angesprochen haben. Viele haben gesagt, eigentlich ist das ist derselbe Film wie der erste Film, nur mit einem anderen Schurken. Was zugelassen, gerade im letzten Sinne wird es klar und deutlich, wir haben da quasi eine Armee gegen diese 6, 7, 8, ja, ist ja gestiegen, 9 Leute dann, glaube ich, 9 Leute ungefähr, ja. Aber ich muss sagen, ich fand allein den ersten Film, fand ich die Idee am Ende nicht neu. Das war auch absolut nichts Neues. Es war nur sehr gut gemacht und ich finde, dieser Film macht das mindestens genauso gut. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er das nur genauso gut macht wie der letzte Film. Beim letzten Film war es noch eine große Überraschung, dass niemand damit gerechnet hat, dass ein Film mit 6 Hauptcharakteren oder 7, wenn man die Gefühle noch mit zugeht, dass der so gut funktionieren kann von der Charakterdynamik, dass man da in den Action-Szenen auch dranbleibt, dass man sich wirklich Sorgen um die Charaktere macht. Ja, das, ich weiß nicht. Der Film hat das eigentlich nochmal gemacht und ich finde, das ist eigentlich schwer genug. Das stimmt, vielleicht liegt es daran, dass dieser Film so ein bisschen leiden muss, denn der erste Teil punktete durch den Überraschungseffekt. Genau. Dass ich nämlich am Anfang echt gezweifelt habe, schafft das ein Regisseur, all diese Helden einzubringen, jedem genug Screentime zu geben und dazu noch was Unterhaltsames abzuliefern. Und das haben sie geschafft. Und auch gerade durch diese Überraschung fand ich ihn dann so gut. Jetzt, da ich weiß, dass das funktioniert und jetzt auch noch ein paar mehr Charaktere dazukommen, aber was soll's, weiß ich, ist vielleicht das, der Überraschungsmoment ist quasi dahin, aber trotzdem war es nach wie vor gut gemacht, größtenteils. Der Action-Höhepunkt hat mich ja nur ein bisschen zu sehr daran erinnert. Und es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mutig oder dumm ist oder beides, so als wirklich so einen Schurken zu nehmen, der im Prinzip nicht wirklich physisch gegen die Helden kämpft, sondern wo man von Anfang an etabliert ist, der den körperlich nicht gewachsen ist und deshalb das versucht mit Tricks und so weiter. Denn Loki immerhin kämpft hier und da gegen ein paar Leute persönlich und hier ist im Prinzip nur Ultron, der irgendwo hinläuft oder wegrennt oder was weiß ich und seine Minions alles machen lässt. Na, du musst ja bedenken, wir haben jetzt einen Charakter, der seine Minions ist. Ja, okay, in dem Sinne, ja gut, aber es war trotzdem richtig cool anzusehen und ich... Und vergiss mal nicht, dass am Ende 3 zusammen erst schaffen, seinen Hauptkörper quasi anzukratzen, dass er erstmal sieht, oh, hier komme ich, glaube ich, nicht so gut weg. Was übrigens auch wieder, jetzt interessanterweise auch wieder eine der lustigsten Szenen des Films. Da gibt es nach wie vor sehr lustige Szenen, wieder involvieren sie Hulk, sogar 2 hintereinander. Das ist sowieso ein interessanter Punkt, es ist ja quasi etabliert, er könnte ohne Probleme aus der letzten Schlacht rauskommen. Aber er macht es nicht, weil ihn seine Emotionen überwältigen, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Weil er unbedingt will, er will bis auf den letzten Drücker kämpfen. Es würde reichen, wenn einer entkommen würde, könnte das Ganze noch von vorne anfangen. Ja, im Prinzip. Also ich bin gespannt, wohin sie danach gehen mit all den Leuten und wer jetzt noch was zu tun bekommt und so weiter. Und
War dann auch enttäuschend, dass ich keine große Abspannsequenz am Schluss, sondern halt nur sowas nach dem Hauptabspann kommt dann nur so ein kleiner Stinger, so von wegen jetzt auf Infinity War vorbereitet. Aber ich dachte, das war dann echt enttäuschend, zumal ich halt dachte, die, zumal ich glaube zu dem Zeitpunkt auch dachte, diese gefakte Spider-Man-Szene, die sie da auf dem Internet veröffentlicht hatten, wäre echt. Aber es ist. Aber gut, das war ja bei Avengers quasi auch der große Witz, dass am Ende nur ein Stinger kam, der eigentlich überhaupt nichts andeutet. Ja, das aber trotzdem. Oder eigentlich total langweilig war. Egal was ihr in den Abspann packt, mir ist scheißegal, nur packt da irgendwas hin. Ihr hättet auch mal, keine Ahnung, ihr hättet Tony Stark zeigen können, wie in der Nase bohrt oder so. Und ich wäre zufrieden gewesen. Aber dass es überhaupt keine Szene gibt, das macht mich wütend. Das finde ich doof einfach. Ich war, dann packt doch da irgendwas rein, was geschnitten wurde, wenn es Sinn ergibt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das hatte mich halt geärgert, aber was soll Ja, es wäre auch wieder, wir wären, glaube ich, im Kino die Einzigen gewesen, die es mitgekriegt hatten. Ich glaube, alle anderen waren fast schon gegangen. So die meisten, insgesamt hatten wir jetzt kein besonders großes Publikum, aber es waren einige da. Und die meisten die Marvel-Sachen gehen, oder? Aber die wussten es schon. Vielleicht die hatten auch einen, es kam ein Artikel vorher irgendwie im Internet, der das angekündigt hat, dass es keine gibt. Aber das habe ich dann erst nachher rausgefunden. Ja, das. Und wir haben jetzt noch 4 Jahre bis zu dem großen Finale. Ah, oh Mann, das ist. Irgendwie, weiß nicht, ich, mir macht so der Gedanke Angst, dass bestimmte Filme schon so lange vor rausgeplant sind. Das weiß nicht, das ist so ein bisschen. Mir macht ein bisschen der Gedanke Angst, weil, wie wir beide ja gesagt haben, es ist ein bisschen Wiederholung mit drin, das kann man nicht abstreiten, das ist einer der Schwachpunkte des Films. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass dem Ganzen, dem Marvel-Universum selbst, weil so ein bisschen die Luft ausgeht vor dem Finale, habe ich Angst. Ich lasse mich drüber waschen. Ich auch. Ich meine, ich freue mich auf die anderen Filme. Ich freue mich sehr jetzt auf Ant-Man, denn was den Trailer angeht, sieht das richtig, richtig gut aus. Ich freue mich auch, dass jetzt das große Finale, die beiden Regisseure machen, die für mich den besten Nicht-Avengers-Film gemacht haben, das war der Winter Soldier. Ja. Die beiden Regisseure jetzt den letzten großen Zweiteiler drin. Das finde ich gut. Ich mag, dass sie jetzt Spider-Man wieder haben, also die Marvel Studios, dass der jetzt irgendwie da eingebaut wird, das finde ich cool. Aber dass sie jetzt halt quasi nochmal einen Spider-Man besetzen müssen und so weiter und ja, aber da könnte das ist dann Sony Pictures anzulassen, wenn man den sagt, dann mach doch einfach einen besseren Spider-Man-Film anstelle von Rise of Electro. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Und da wiederum, ja, Studioschuld, dass er so scheiße geworden ist. Und den hast du ja gar nicht gesehen. Und ich fand nicht mal, dass es ein grauenhafter Film war, ist er auch nicht. Aber der zweite ist dann wirklich, das ist so offensichtlich, dass da irgendwelche Leute da im Getriebe rumgekratzt haben, die überhaupt nicht wussten, was sie taten, sondern einfach nur, wir müssen das bringen und das bringen. Und im Prinzip dieselben Fehler gemacht haben wie bei Spider-Man 3. Immer noch besser als eine Riesenspinne. können wir noch mal kurz auf den Stinger zurückkommen? Und jetzt Riesenspoiler. Ja. Weil wir haben ja quasi diesen großen Stinger, wo der große Oberböse des gesamten Universums, Thanos, sich darüber beschwert, dass die Erde immer noch existiert und dann halt sagt, jetzt mache ich es eben selbst. Und greift sich den Handschuh, den Infinity Goblet und tsching, wuh, und dann abspannen. Aber, worüber nicht interessant ist, was meint er mit, dann mache ich es eben selbst? Dass er das theoretisch, wenn man den ganzen Film für sich beobachtet hat, hat er doch gar nichts davon mitbekommen, was gerade los ist auf der Erde. Und das ist, wenn sich darüber nachdenken, hat er einfach nur den Stein dagelassen, weil er hofft hat, dass sich die Menschheit damit selbst vernichtet, wie es bei diversen anderen Sachen schon vorgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, bei solchen Kram nebenbei denke ich nämlich ganz gerne nach. Das weiß ich nicht. Ich habe einfach nur gedacht, yay, Thanos ist mal wieder da und tut im Prinzip nichts, aber sagt, hallo, ich bin immer noch hier für den Fall, dass ihr mich vergessen habt und ich bin dann wahrscheinlich irgendwann demnächst wieder dabei. Ja, man weiß, er wird der große Endfeind im letzten Film sein. Ja, nicht unbedingt. Es sei denn, sie finden uns da wieder einen großen Weg, uns zu rauschen. Ich freue mich dann auch drauf. Aber in dem Sinne ja auch wieder, dass es dann wiederholt ist vom ersten, dass okay, beide haben dann eine Mid-Credit-Sequenz mit Thanos. Aber ich finde nicht, der hier ist eine Kopie vom ersten, bei weitem nicht. Ein bisschen Wiederholung drin, das muss man sagen, ja, aber macht auch viel interessant anders. Er teilt einige der Probleme, die der erste hatte, meiner Meinung nach. Er macht einiges ein bisschen besser. Er teilt viele Stärken, andere Stärken hat er ein bisschen runtergespielt, aber es ist nach wie vor an sich wirklich ein spaßiger Superheldenfilm, aber weiß ich, meiner Meinung nach ein bisschen zu offensichtlicher Fanservice drin hier und da, auch was manche Kleidungswahlen angeht von verschiedenen Leuten. Was ist weiblich oder männlich? Weiblich vor allem. Ach, Thor ist dir nicht aufgefallen? Doch, aber... Nein, aber das
Ich mochte die Szene sehr, wo eine Frau entscheidet, ob sie auf die Party geht, nur ob Thor daran festmacht, ob Thor da ist oder nicht. Ja, die ganze Party-Szene war halt auch gut. Das ist die Sache, wofür sich diese Filme am besten eignen, wenn man diese Charaktere hat, die sehr gut entwickelt sind. Pack die einfach in einen Raum und lass sie einfach nur rumsitzen und irgendwas Interessantes. Ja, selbst das ist interessant. Selbst wenn sie eine Party haben, ist es interessant, denen zuzuhören. Ganz genau, es ist einfach das ist einfach das, was gute Charaktere ausmacht. Eine Sache, wo ich noch, und das ist wirklich Erbsenzählerei, was das Design von Ultron angeht, fandst du das nicht auch gruseliger, wenn er am Anfang noch in dieser Vorform ist, wenn er sich da zum ersten Mal im Prinzip erhebt und da bewegt sich nämlich sein Mund nicht und dann bei den anderen Modellen, die er hat, da hat er dann Mundbewegung, wenn er spricht. Und fandst du nicht auch, dass es gruseliger wirkte, wenn er den Mund nicht bewegt hat, ganz am Anfang? Es wirkte inhumaner. Eben. Und aber ich glaube ja, wie gesagt, ich glaube, diese Entwicklung passt ja darauf, dass, wie gesagt, dass er als künstliche Intelligenz eigentlich alle Fehler der Menschheit in sich vereint nahezu. Das war, so gesehen fand ich die Entwicklung passend. Gruseliger, ja, aber ich fand es trotzdem dass es Sinn macht, den nach vorne Körpern so anders darzustellen. Die Mundbewegung hat ihm dann auch etwas mehr Persönlichkeit gegeben. Man hat dabei geholfen, die witzigen Zeilen, die er hatte, noch besser zu verkaufen. Wenn wir noch mal ein bisschen bei dem abgehen, weil ich finde wirklich nach wie vor ist so ziemlich das Tollste am Film überhaupt, weil es so viel Spaß macht, über ihn nachzudenken. Es klingt zum Beispiel sehr interessant, dass er anscheinend das Bedürfnis danach hat, irgendwie Freunde oder Verbündete zu haben. Ja. Und dann werden nämlich zum ersten Mal diese anderen mit ihm zusammentreffen und sie sehen ja sofort, das ist ein Roboter, künstliche Intelligenz, sie merkt sofort, sie ist ja Telepathin, sie kann keine Gedanken nicht lesen. Also gehen sie auch davon aus, dass er ihre Geschichte gar nicht hören will, warum sie diese Wut haben auf die Avengers. Und trotzdem, es gibt er dann in einem wirklich freundlichen Ton, doch, erzähl nur weiter, ich höre dir zu. Ja! Und das ist wirklich interessant und das ist nämlich, ich glaube, der Punkt, wo nämlich dieser Punkt erreicht war, dass überhaupt keinen Sinn mehr gesagt hat, und du sagst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sein Plan ist. Das ist nämlich, glaube ich, wo die beiden sich von ihm abwenden. Weil er versucht, das noch für einen Moment zu verhindern.